Lokalsport aus Parchim wird Ihnen präsentiert von den städtischen Unternehmen der SWP Stadtwerke Parchim GmbH, vertraute Energie, und der Wobau Parchim GmbH. Zu Hause ist es am schönsten. Das ist für den Parchimer FC beim Auswärtsspiel in der Landesklasse 5 gegen die zweite Herrenmannschaft des MSV Pampo schwierig werden würde, war schon vor dem Spiel am Sonntag klar. Pampo seit 6 Spielen ungeschlagen, aber auch die Parchimer konnten mit rund 400 Minuten ohne Auswärtsgegentor aufwarten. Von vornherein sind wir hierher gefahren, um Pampo zu ärgern. Wir wussten von der Personalpolitik her, was auf uns drauf zukommt. Im Endeffekt muss man sagen, wir haben in dieser Höhe auch völlig verdient verloren. Pampo ist für uns hier die spielstärkste Truppe in dieser Klasse und sind auch berechtigt Tabellenführer. Am Ende war die Enttäuschung groß, aber eines nach dem anderen. In der ersten halben Stunde konnten die von vielen Spielerausfällen gebeutelten Parchimer nicht nur ihren Kasten sauber halten, sondern sich auch Chancen erarbeiten. Wenn auch vorwiegend durch Einzelaktionen. Aber Pampo konnte zu fast jeder Zeit das Spiel diktieren und die Parchimer in die Defensive zwingen. In Minute 32 gelang Kevin Strübing das 1:0. Noch vor der Pause konnte Peter Waag unbedrängt zum 2:0 einköpfen. Die Parchimer haben das, so wie viele Mannschaften in den letzten Wochen gegen uns, ganz defensiv sind die das angegangen. Hat man, denke ich mal, da hat man nicht viele offensive Aktionen gesehen. Deswegen hat es auch bis zur 30. Minute gedauert, trotz der ein oder anderen Torchance vorher, dass wir bis zur 32. Minute gebraucht haben, bis dann das 1:0 fällt. Und das war, denke ich, wie so ein Öffner für das Spiel. Und es sollte in der Tat direkt so weitergehen. Das 3:0 fiel bereits in der 47. Minute. Aber noch gaben die Kreisstädter das Spiel nicht verloren, versuchten früher zu stören. Teilerfolge. Dennis Kettler und Markus Huschka gelangen Distanzschüsse, die Keeper Edgar Kuhlmann aber parieren konnte. In den letzten 15 Minuten dann zementierten die Gastgeber unter anderem mit 2 weiteren Toren von Peter Waag ihren mehr als deutlichen Heimsieg. In der zweiten Halbzeit machen die Jungs das dann natürlich gut mit viel läuferischer Arbeit auch dabei. Aber das ist dann auch der Trainingsarbeit unter der Woche geschuldet, zusammen mit der ersten zusammen. Und was wir da machen können, dass wir so überzeugend hier 6:0 vom Platz gehen. Dirk Hoffmann konnte rundum zufrieden sein und optimistisch auf das nächste Spiel gegen den Tabellenvierten Neustadt Glewe schauen. Parchim dagegen muss sehen, wie die krankheits- und arbeitsbedingten Ausfälle vielleicht noch kompensiert werden können, damit beim nächsten Spiel gegen den Lübtener SV Concordia ein Heimsieg der Auswärtspleite folgt. Lokalsport aus Parchim wird Ihnen präsentiert von den städtischen Unternehmen der SWP Stadtwerke Parchim GmbH, vertraute Energie, und der Wobau Parchim GmbH. Zu Hause ist es am schönsten.